Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Terra, zur dritten Folge. Und in der letzten Folge hatten wir mehr als genug Action für alle, die immer Action haben wollen, glaube ich. Denn, Alter, was bist du denn Geiles? Ach, das ist ein anderer Mitspieler. Okay, alles klar. So sehen die also aus, wenn sie ein bisschen weiter sind. In der letzten Folge hatten wir Action genug, denn da wurde unsere komplette Stadt zermetzelt. Danke auch dafür. Und jetzt reden wir mit Valgrave. Geht es um Geschäftliches? Nee, es geht um meine Quest. Warum fragen die mich, was sind das für Leute? Egal. Solange die Kinder sicher sind, ist alles okay. Bla bla bla, ich bin erleichtert. Ja, natürlich ist er erleichtert beim Allmächtigen. Skippy, 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 um das mal in Worte zu fassen. Es ist komisch, was auf jeden Fall passiert ist. Und dieser seltsame Typ, den keiner gesehen hat, nur ich. Das heißt, hier wieder mal, ja, ich bin der Beschützer und ich bin was Besonderes. Genauso wie alle anderen 20.000 Spiele. Aber immerhin bin ich besonderer als ein NPC. Sie haben etwas gesucht oder jemanden. Lass mich raten, Asche. Einfach nur mal die Story so ein bisschen voraussagen, was passieren wird. Was ist in Sicherheit? Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Sie ist im Lagerhaus geblieben. Okay, ja, da war es auch sicher. Viel sicherer als hier draußen. Das führt euch her. Ja, nice. Dafür bekommen wir erstmal was. Und ich soll jetzt auf die Suche nach den verschwindeten Kindern gehen. Und dabei habe ich Unterstützung von der Falkenföderation oder so. Okay. Okay, von mir aus. Einverstanden. Wir sollten hingehen und mit ihm spielen. Was ist denn da jetzt los, Alter? Hast du irgendwie Komplexe oder so? Ja, wahrscheinlich. Gut. Ich habe aber was bekommen bei der ganzen Aufregung hier gerade nebendran. Das war nicht K, das war, glaube ich, I. Genau, ich habe nämlich die Rüstung bekommen, die ich mir das schon das letzte Mal ausgemalt habe. Zack, und jetzt habe ich rote Kleidung. Uhu. Meister Geralt, ihr seid ja heute mal wieder erotisch dabei. Okay. Wir haben Unterstützung von einigen Kriegern. Haben wir diese Sachen schon mal davor durchgelesen, deswegen kenne ich das schon alles. Um das nochmal für euch zusammenzufassen, hier liegen jetzt viele tote Menschen und die da helfen uns. Das sind Soldaten und die sind cool. Und wer bist du? Du bist in Stufe 5. So wie ich auch. Hey, ein anderer Mitspieler. Was? Hallo. Argonen auf die Dra, bla, bla, auf der Suche nach. Okay. Skatehead, ich bin froh, dass ihr wieder vor auf seid. Wir befürchteten schon das Schlimmste, als wir euch fanden, aber doch nicht beim Allmächtigen. Okay. Das ist Hauptmann Dugal vom Lager der. Warum müssen das Namen sein, die ich nicht aussprechen kann? Valkyrenföderation auf dem Windmühlenhügel. Er hat veranlasst, dass wir versorgt werden, bis wir die Stadt wieder aufgebaut haben. Es steht euch frei, hier aufzuräumen, aber ich glaube, ihr habt Besseres zu tun oder eure Talente sind besser einzusetzen. Kümmert euch um die Kinder. Alles klar. Machen wir. Finde Ascher. Da sind sie auch schon wieder weg. Alle. Okay. Finde Ascher. Das funktioniert jetzt einfach so. Ich habe hier oben rechts einen Kompass. Ich kann auch das Ding mal wieder einblenden und dann sieht man ganz deutlich, ich muss einfach nur dahin laufen. Das war ja hart, die zu finden. Wer sitzt da im Gras und hat Spaß? Ein toter Elf. Naja, ein kaputter Elf. Er weint. Warum weint sie? Nicht jeder kann so einen coolen Typen wie mich haben. Was bist du denn? Ein Versorgungsspezialist. Das ist genauso wie lächerlich, wie man die Leute beim Subway Sandwich Artist nennt, oder? Ein Versorgungsspezialist, weil er eine Truhe durch die Gegend trägt. Alter, ihr seid ja... Mann, ich wollte den Versorgungsspezialisten grillen. Guck mal, genau dieselbe Elfe sitzt inzwischen hier. Ich glaube, die hat auch ein bisschen von dem Baum genascht. Okay, Ascher, Wunderkind. Erzähl mir etwas. Jetzt erzähl mir doch etwas. Weine nicht zu, so alles wird gut werden. Ich lasse nicht zu, dass dir jemand wehtut. Wenn, dann wirst du dir wehgetan, wenn du geklaut wirst. Boah, die ist voll süß. Guck die mal an. Süß. Okay. Geht es euch gut, Skate? Ich hatte solche Angst, dass ich euch gesehen habe. Ich dachte, ihr würdet nicht mehr aufwachen. Und der Onkel Jalka, der ist sehr... Moment mal. Aber nachdem dieser böse Mann hier aufgetaucht ist, hat niemand die anderen Kinder gesehen. Ich dachte nur, ich habe den Typen gesehen. Ich habe getroffen. Was? Ach so, genau, das habe ich sie gerade gefragt wahrscheinlich. Ach, da unten steht, was ich sie gefragt habe. Hey, nach nur 3 Folgen lerne ich so langsam das Spiel kennen. Ich habe auch geträumt, dass die anderen Kinder in diese Höhle gegangen sind. Aber ich traue mich nicht.
Alter, das Kind ist voll heftig. Etwas Schreckliches wird geschehen, okay. Dann fragen wir doch einen Spezialisten. Es gibt Überlebende in der Höhle hier. Das mit eurem Dorf tut mir leid. Tu nicht so. Heuchel kein Mitgefühl, mein Freund. Du hast nicht mal einen Helm, der über deine Augen reicht. Du siehst aus wie ein richtiger Dummy-NPC, um das mal nett zu formulieren, okay? In den Höhlen halten sich auf jeden Fall Überlebende auf. Dann gehen wir da hin. Einer davon ist in schlechter Verfassung. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, Kinder gesehen zu haben. Okay. Dann NPC mal weiter. Es war mir so klar, dass der jetzt verschwindet. Und wieder zurück zu Asha. Ja, genau. Gehen wir einfach mal rein. Asha nicht weglaufen. Okay. Hier sind Wächter. Guards. Die sehen ja heftig aus. Ah, die haben auch ein Gesicht. Okay. Asha hat jemanden entdeckt, wie das voll den Glockenschlag mit sich bringt. Da ist Melma die Dorfbewohnerin und... Alter... Darstellung von Gewalt. Finlas lebloser Körper. Oh, Finlas, mein armer, armer Junge. Warum muss es dich treffen? Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Er wollte sich dem Mysterium anschließen. Er wollte studieren. Er wäre eine wichtige Persönlichkeit geworden. Ja, aber auch er war nur ein NPC und einer mit einem erstaunlich langen und kurzen Leben. Tut mir leid, liebe Dorfbewohnerin. Algorithme schön weiter. Halt ja wieder das Level-Design, sagte ich das schon. Überall diese Saftgeschichten, wo wir auch ein bisschen was von haben. Haben wir das eigentlich noch im Inventar? Nö, haben wir irgendwie nicht. Haben wir nur da rausgeholt, okay. Wird wieder jemanden entdeckt, diesmal Charla. Charla, Charla. Einmal Charla, immer Charla. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Hä, WTF? Mach es weg. Okay. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Charlas lebloser Körper und nebendran Rayman. Charla, Liebling, es ist okay, mach dich um... Alter, das geht mir jetzt schon ein bisschen näher als die alte Oma da drüben. Sie hat sich solche Sorgen gemacht um mich. Selbst nachdem ich verletzt wurde und kaum atmen konnte, hat sie sich Sorgen gemacht. Ich hätte sie nicht hierher bringen können. Aber ich dachte, wir wären in den Höhlen sichtern. Oh, bitte lasst Asha es nicht sehen. Asha, Liebes. Du sollst nicht sehen, sie schläft nur, okay? Alter. Das ist nicht cool. Vielleicht schläft sie ja wirklich nur. Leute, sie schläft nur. Alles ist okay. Folgen wir lieber weiter Asha. Was willst du von mir? Habt ihr meine Freunde gesehen? Nee, du bist die Letzte. Ich glaube, dass meine Freunde in der Höhle sind, Skay. Glaubt ihr, dass sie auch schlafen? Boah, sie hat das einfach abgekauft. Oh, das finde ich jetzt durchaus episch. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Höhle sind. Werden sie finden. Nicht einfach weglaufen. Vielleicht hat Onkel Emun sie gefunden, als er vor uns hier durchgekommen ist. Vielleicht hat er sie zum Lager der Soldaten gebracht. Gehen wir zum Lager, Skay. Ich bin sicher, dass sie dort sind. Dort ist es nicht sicher. Das ist mir egal. Ich werde mit euch gehen. Wenn ich das nicht tue, wird etwas Schlimmes passieren. Okay, bleib in meiner Ordnung. In meiner Umgebung. Alles klar, Level up. Richtig gut. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie sonderlich coolen Stuff bekommen. Oder können wir uns einen neuen Skill? Wir können was hochstufen. Die Combo-Attacke können wir hochstufen. Ja, sofort. Sag mal, Combo-Attacke 2. Bedeutet, wir sind jetzt mindestens 1,5 mal epischer. Okay, folgen wir weiter unserem Wunderkind. Hier gibt es einfach Pflanzen. Ach, Kronenpflanz. Moment mal. Das sind doch diese Viecher, die uns angegriffen haben. Ja? Sprecht mit Asha. Okay. Ja, los. Ein bisschen schwer, mit der zu sprechen, wenn... Was? Ein leidender Bär. Also jetzt wird es aber langsam ein bisschen creepisch. Ist da jemand? Ich glaube, die Bären sind krank. Sie verhalten sich so seltsam. Meint ihr, dass sie nun auch Monster sind? Die Armen, können wir denn gar nichts für sie tun? Was bezwingt die Leidenden? Alter, das ist voll krass. Leidende und agonifizier... Ich möchte die nicht töten. Die werden einfach zu Monstern. Hallo, leidender Bär. Ich bin der Herbert. Wer bist du? Aua, du machst ja Schaden. Für dich kenne ich nix. Da kenne ich nur Niederschlag, mein Freund. Oh,
Hauptsache, wir dürfen Beeren kloppen, ey. Ich mag Beeren, vor allem Erdbeeren. Ich habe was dagegen, wenn die hier so zerkloppt werden. Wow. Da hat das Spiel auch gerade echt überhaupt nicht gelaggt. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich mache mal so einen Roundhouse-Kick. Ah, nee, das ist der hier. Oh, ich mache nochmal einen Roundhouse-Kick. Nice, da macht man beiden Schaden. Okay, da habe ich mich mit zwei Beeren gleichzeitig angelegt. Ob das eine gute Idee war oder nicht, erzählt uns dann gleich meine HP-Leiste. Okay, sich mit zwei Gegnern gleichzeitig anzulegen, sodass man nicht mehr sauber spielen kann, ist nicht die sauberste Idee, aber bei Beeren geht es offenbar, weil die offensichtlich so dumb sind, dass man sie einfach mal so zerlegen kann. Okay, damit haben wir die drei Leidenbeerinnen zerlegt. Haben wir gerade echt zu viel Gold gefunden. Die werden natürlich einfach nachgespawnt. Und ich nehme einfach mal an, dass die Viecher da hinten ein bisschen heftigere Ficker sind. Ein Stufe 7 Bär. Die sind alle Stufe 7, okay. Okay, ja, der hält wesentlich länger durch oder aus. Da muss ich schon ein bisschen meinen Niederschlag hier einsetzen. Krass, wie viel Schaden man in so einer kurzen Zeit bekommen kann, wenn man nicht so richtig drauf achtet, wie man spielt. Nice. Aber der hat gesessen. Komm schon. Ach, komm schon mal. Yes. Das ist voll heftig, ey. Wie hier krass diese Verseuchung quasi. Ist ein bisschen, erinnert mich die Story ein bisschen an Tron. Begebt euch zu dem Ort, an dem Escher wartet. Ich muss noch die Karte hier haben. Ich nehme jetzt einfach mal an, ich muss da hoch. Ich könnte mir eh nichts Besseres vorstellen. Escher wartet zusammen mit einem seltsamen Puppuri. Achso, das sind diese süßen Viecher. Aber das ist nur... Der ist seltsam, aber er ist mein Freund. Alles klar. Erst essen, dann arbeiten. Erst essen, dann arbeiten. Ich hätte doch so einer von dem Volk nehmen sollen. Es funktioniert. Bären sind vom Lager abgelenkt, aber was ist, wenn es nur die Bären, nicht nur die Bären sind? Oh Liebling, das könnte schlecht sein. Wiederherstellung der Natur. Also. Oh hallo, ihr müsst Skateside aus dem Dorf sein. Diese Kleine hat mir schon alles über euch erzählt. Sie meinte, ihr würdet euch der Föderation anschließen. Ja, ja, das mag sein. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Piesen. Warst du gerade Piesen? Du siehst aus wie ein Hund. Ich bin Ingenieur. Das ist toll. Euer erster Auftrag, mir zu helfen, okay. So Anti-Argon-Geräte. Ah, cool, die können sie vielleicht abhalten oder so. Cool. Wenn eine, boah, krass, wenn ein Argon in die Reichweite kommt, zapp, kein Argon mehr. Sie erkennen selbst kleinste Spuren der Verseuchung. Naja, zumindest nehme ich das an. Okay, lasst mich nur Escher vorausschicken. Gut, dann helfe ich dem jetzt. Aber davor schicke ich noch mein kleines Wunderkind voraus. Das ist okay. Ich kenne eine Abkürzung. Seid vorsichtig. Und tschüss. Achtung, du wirst geportet. War mir klar. Okay, jetzt müssen wir unserem Kollegen hier helfen, indem wir mal so ein Ding auslösen. Kriege ich jetzt einen Stromschlag oder so? Hey, ich habe das einfach nur aktiviert. War es das schon? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie spektakulärer oder so. Okay. Jetzt soll ich ihm sagen, dass es funktioniert. Weil ich kann das auch. F12. Okay. Hurra! Mein Anti-Argon-Gerät hat euch nicht umgebracht. Hatte ich doch recht. Das bedeutet, ich kann sie um den großen Baum herum aufstellen. Vielleicht sogar um das Dorf herum. Klärt das aber erst mit dem Moon ab, aber ich denke schon. Cool. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. War schön, euch kennengelernt zu haben. Begebt euch zum Posten der Föderation. Und lasst mich raten, das ist direkt vor uns, weil das hier momentan noch sehr, sehr straight und linear ist. Und wir sind übrigens dem großen Baum ganz, ganz nahe. Was ich zugegebenermaßen sehr, sehr sexy finde. Ich würde echt gern da hoch. Ne? Wir sind jetzt in der letzten Stadt, wenn man auf die große Karte guckt. Wie? Sie konnte nirgendwo gefunden werden. Aufs Maul? Waffenausbilder. Kann man mit dir reden? Hört auf eure Waffe. Gebt nicht auf.
Dougal. Ah, den kennen wir schon von vorhin. Der Dougal. Das kann ich euch sagen. Wiederherstellung der Natur. Oh, falsche Taste. Weg damit. So. Schön, euch wiederzusehen. Alter, was für eine krasse Quest hier. Okay. Sie war hier, aber vor ein paar Minuten ist sie mit Immun und ein paar Dorfbehörden über die Brücke gelaufen. Sie wollten nachsehen, ob der Tiran beschädigt wurde. Jetzt geht's endlich zum Berg, Leute. Zum Baum. Ich denke nicht, dass sie allzu weit gekommen sind. Das Gebiet auf der anderen Seite der Brücke wird noch immer durch die Argonen kontrolliert und ist für Zivilisten nicht sicher. Alles klar. Wir bekommen auf jeden Fall heftigen Stuff, wenn wir denen helfen. Auf jeden Fall. Ich schließe mich denen an. Ach, wir bekommen das auch so. Okay. Bla, für Asher. Wir bekommen einen schönen Ring. Alles klar. Los geht's. Wir haben eine Notiz und wir haben direkt diversen anderen Kram. Deswegen gucken wir erstmal. Wir können Zyklon hochstufen und wir können Donnerschlag lernen. Erlernen wir erstmal das Neue, stufen wir dann das Alte hoch. Ich habe wahrscheinlich Geld ohne Ende. Ich sehe das nur nicht. Okay, also passt. Damit haben wir jetzt noch eine neue Fähigkeit. Donnerschlag muss ich auf jeden Fall mal noch ausprobieren. Und jetzt gucken wir noch schnell in das Inventar. Hier haben wir einen Kettenpanzer. Legen wir an. Oh, jetzt sehen wir echt zu feminin aus. Geil. Panzerhandschuhe, Panzerschuhe. Hier haben wir noch eine viel bessere Axt. Nehmen wir auch. Habe ich jetzt alles? Ich glaube. Okay, und wir haben ein Dokument. Was kann ich euch sagen? Asher bestand bereits darauf, als sie hier ankam, uns wieder schnellstmöglich zu verlassen. Sie sagte, dass die anderen Kinder in Gefahr sind und dass sie die Einzige ist, die sie retten kann. Das Mädchen ist heftig, habe ich doch gesagt. Ich habe alle verfügbaren Wächter versammelt und wir begleiten sie. Okay, für los die geht's. Was will denn der jetzt wieder von mir? Ich möchte zu dem Baum, Mensch. Warum hat mir Immun nicht gesagt, dass sie zum Baum hoch wollten? Wir waren so kurz davor, unseren Angriff zu starten. Wir hätten sie begleiten können. Ich kann nicht so lange warten, deswegen gehe ich jetzt voraus. Mögen die Götter mit euch sein. Ja, wir müssen alleine klarkommen, das ist ja nichts Neues. Ja, nice. Okay, jetzt geht's auf zum Berg. Firebird sucht Freunde oder Mitspieler. Alter, das ist jetzt echt episch. Was ist denn das da oben? Hilfe aufrufen, ich brauche keine Hilfe. Verstehe ich nicht. Okay, egal. Ja, Leute, jetzt sind wir tatsächlich am Ziel angekommen. Bezwingt die Orkanenaufseher der Argonen und die Argonenthronen. Jetzt sind wir tatsächlich hier oben angekommen. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, das war's mit dieser Folge. Das war Terra, meine Damen und Herren. Wow. Der Baum steht jetzt bevor. Vielleicht gucken wir uns das mal im Stream oder vielleicht doch noch in der vierten Folge oder so. Auf jeden Fall habe ich Bock, hier nochmal ein bisschen weiter zu probieren an. Denn wir sind echt kurz davor, hier bei dem krassen Baum zu sein. Und das kann ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Ja, also so viel dazu. Ich sage aber am Ende dieser Folge Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns. Alter, ich sehe jetzt schon minimal episch jetzt aus. Kann ich auch schon diese Angriffe. Ich habe nicht genug MP, Mann. Warte, aber dafür habe ich doch was. F11. Zack. Nice. Der sieht ja super mächtig aus. Okay, erstmal wieder so ein Fläschchen verschwendet. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Bis bald, macht's gut. Und wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, falls ihr selbst zu diesem Baum reisen wollt und jetzt wissen, wie die Story weitergeht. Bis dahin, macht's gut und tschüss.